Ich höre dich nicht. Hören Sie mich, Herr Weber? Ah, sie telefoniert gerade. Warten wir kurz, wenn er zurück, dann bringe ich sie nach Hause. Oder wo sie hin sollten. Kleine, ich höre dich nicht. Die sind doch weg. Wieso kommt da jetzt? Bei mir wird oben rechts nichts mehr angezeigt, deswegen. Okay, das ist komisch. Okay, na gut, dass ich das jetzt weiß. Gut, dass du mich gesagt hast. Aktes. Bin sauberer, staatlicher Mensch. Oh nee, super. Grüezi. Fragen, ich bin unterwegs gegangen. Der Herr war auf einmal vor mir auf der Straße. Ich habe ihn mitgenommen, medizinisch direkt versorgt. Habe ihm Krankenhaus dazu angeboten, aber der Herr hat gesagt, wenn es gut geht. Dann habe ich gesagt, würde der kurz mitkommen hier zum FID und dieses Fahndungsstufe mit mir kurz hier so regeln. Hallo? Und da war er noch so nett und ist noch mit mir hingekommen. Sind Sie der Herr Van Pleck? Ja. Wie kann man helfen? Ja, und zwar geht es darum, dass ich mich vor kurzem bei der Armee beworben habe und am Tag, als ich eingestellt werden sollte, beziehungsweise rekrutiert wurde, hat man in meinem Familienauto was gefunden, was nicht mir gehörte. Und ich möchte jetzt gern wissen, was daraus geworden ist. Also gibt es jetzt ein Verfahren, gibt es kein Verfahren, weil im Endeffekt kann ich hier nicht mehr machen im Staat als rumsitzen gerade. Und das möchte ich gern ändern. Ja, und zwar ist es so, dass das bei der Staatsanwaltschaft liegt, die das nicht bearbeiten. Warum? Ganz Danke, einfach. ich danke vielmals. Danke, Die wünsche ich sind Ihnen auch so damit. schöne Schicht noch. Ciao. Die sind gerade einfach überfordert. Sie können aber einfach mal zur Regierung fahren, bei denen anklopfen und sagen, Danke dass sie Ihnen das nochmal, mal ne? bearbeiten Dass ihr mit. sollen. Das kann ich gerne tun. Wissen Sie, ob da jetzt bei der Da kann man Staatsanwaltschaft natürlich jemand dann auch Stellung ist? nehmen. Okay. Da ist immer Gut. jemand da, ja, natürlich. Gut, dann werde ich da mal rüberfahren und vielleicht dort mal Beschleunigung erwarten. Ne? Weil, wie gesagt, momentan kann ich Genau, nicht mehr als explizit, aber machen. dann auch explizit nach der Staatsanwaltschaft fragen, weil das liegt genau bei denen. Okay, dann geht dahin. Kein Problem. Jo, alles klar. Schönen Einen schönen Tag Tag noch. Ihnen erstmal gewünscht. Jo, ciao.
Hallo, lernen Sie mal Autofahren gerade. Ja? Ich hab gehört, Sie lieben es so richtig, so Eier zu gurgeln, so zu gurgeln. Nein. Warum? Darum nicht. Warum sollte ich sowas lieben? Hallo. Bist du? In Germany we say, halt deine Fresse, Was? du kleiner Bastard. Boah, ich liebe dich jetzt, Alter. Ich liebe dich. In Ger Guten Tag, die Dame. Ich möchte gern zur Staatsanwaltschaft. Sie reden ziemlich leise. Hallo? Was möchten Sie denn zur Staatsanwaltschaft? Danke dir. Ich möchte da gerne was klären. Und was möchten Sie klären? Das würde ich gerne mit der Staatsanwaltschaft besprechen, ne? Sie reden gerade mit dem Justizminister, aber passt. Sophie? Ist in Ordnung und deshalb möchte ich da trotzdem gerne mit der Staatsanwaltschaft besprechen. Sie wissen schon, was ein Justizminister Sophie? Ist, kann das sein? Na, Sie sind nicht die Staatsanwaltschaft, oder? Ich kannst du dich mal kurz um den Typ kümmern? Der Boss von der Staatsanwaltschaft. Naja, es geht darum, dass ich wohl ein Verfahren am Hals haben soll und es immer noch nicht bearbeitet wurde. Ja, da können wir Ihnen keinerlei Infos dazu geben. Sie sollen mir keine Infos dazu geben. Ich möchte ja nicht, damit es bearbeitet wird, weil es kann nicht sein, dass ich hier im Staat einfach nur noch rumsitze. Das wird bearbeitet. Aber und wann? Sie sind nicht der Einzige. Ja, aber und wann? Ich meine, ich bin hier im Staat, um den ganzen Tag in meinem Haus rumzusitzen. Ich kann nicht arbeiten, weil ich bei der Army eingestellt bin, sanktioniert bin. Ich verdiene kein Geld in der ganzen Zeit. Und alles nur, weil die Staatsanwaltschaft gerade der Meinung ist, zu sagen, ich bin nicht der Einzige, der dessen Fälle geklärt werden müssen. Also, wir haben im Moment etwa 20 Fälle. Und Sie denken, wir können alles priorisieren?
Na ja, aber wie lange? Ich meine, ich warte jetzt fast 3 Wochen darauf, dass es geklärt wird. 3 Wochen, okay. Also schauen wir mal 3 Wochen zurück. Das wäre am 29. Dezember. Ja, circa, genau. Okay, ich schaue die Fälle an und wir haben keinen Fall vom 29. Dezember. Geben Sie mal Ihren Reisepass oder Dienstausweis. Schauen wir mal, wann der Fall reingekommen ist. Kann ich auch so durch der Herr? Wie der gerade? So. Schauen wir mal. Ob wir da was finden. Selina, der Herr hier in dem dunkelblauen Hemd, ich der dürfte rein, den habe ich schon kontrolliert. Also der Fall ist von letzter Woche und Sie sagen mir vor 3 Wochen. Ich habe gesagt ja, circa 3 Wochen, ne? Aber ja, da, doch, trotzdem im Endeffekt, es muss ja eine Erklärung geben. Okay, danke sehr. Ja, der wurde schon bearbeitet. Okay, wann kriege ich zu erfahren, was da rauskam? Beziehungsweise das FAB? Das darf ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass FAB wird auf die Zug kommen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Also heißt es, ich muss jetzt noch länger warten, bis die Nächsten auf die Idee kommen zu sagen, wir sind dafür mal zuständig. Okay, gut zu wissen. Ich weiß. Wie gesagt, wir haben es bearbeitet und weitergeleitet. Gut, das heißt, ich fahre jetzt zum FIB und sage, das ist von der Staatsanwaltschaft geklärt worden. Sie wissen hier Bescheid. Moment, ich reiche noch nach. Da drüben. Nein, der erste. Ja. Gut, dann werde ich dort nochmal hinfahren. Einen angenehmen Tag wünsche ich. Gleichfalls. Setzen wir uns hin, überprüfen, ob auch auf beiden Kategorien. Ah, das ist ja. Naja, dann. Hallo. Guten Tag.
Was gibt's denn? Ich war gerade schon mal hier, war ein Black mein Name, und da wurde mir gesagt, ich soll doch bitte zur Regierung fahren und die Staatsanwaltschaft ansprechen. Ja. Wegen meinem Fall, die Staatsanwaltschaft hat mir gerade erklärt, dieser Fall wäre abgeschlossen, liege bereits wieder bei Ihnen. Genau, die Info habe ich auch eben bekommen, ich würde Ihnen einmal die Hand schon anlegen und wir verstrecken. Wofür? Wofür? Aussuchen. Wofür? Markus von Fleck. Besitz illegaler Waffen, steht da. Ich habe keine Waffen besessen. Nicht mal in meinem Auto waren Waffen. Ich weiß gar nicht, was jetzt. Was liegt vor mir vor? Ein offener Haftbefehl. Für was? Wie gesagt, da steht Besitz illegaler Waffen und dann. Als. Ich weiß nicht, was jetzt gerade ihr. Arbeitsverhältnis und Arbeitssperre, wenn Sie dagegen vorgehen wollen. Jetzt sag ich Ihnen mal was, ne? Es ging um Schwarzgeld in einem Familienauto und Sie erzählen mir, es geht jetzt um illegale Waffen? Wie gesagt, das hat die Staatsanwaltschaft dann so entschieden. Also die ist inkompetent. Tut mir leid, dass ich sowas sage. Dann gehen Sie im Nachhinein dagegen vor. Also tut mir leid, da kann ich nur sagen, dass die Staatsanwaltschaft inkompetent ist. Weil es ging um Schwarzgeld in einem Familienauto. Ich weiß auch, dass da Falschgeld drin war. Auch wenn jetzt Besitz illegaler Waffen steht, weiß ich nicht, aber die haben das so entschieden und wir verstrecken das so. Ist nicht wahr. Ja gut, dann bringen Sie mich ins SG. Na, außer... Ich bring meinen Wagen hier. Haftbefehl reingeschissen. Da steht eine falsche Reisepassnummer und ein falscher Tatverbot. Markus van Pleck. Das ist ein Sammelakt, ja. Das heißt, da wurde irgendwas. Also wenn ich mir das gerade angucke, da ist ja wirklich. Da wurde, ja, also nee. Der Typ, der hatte Falschgeld im Kofferraum. Da steht würde das Besitz. So in der Akte drin stehen. Da steht halt jetzt Besitz illegaler Waffen. Und wie gesagt, die falsche Reisepassnummer. Wir haben den jetzt in Handschellen. Wäre gut, wenn das bald kommt. Also dann bitte nochmal alle doppelt, ne, überprüfen, dass es auch stimmt. Ist ja nichts Neues, Emma. Ja. Gut, die Frau Potter Prinz ist nicht wach. Gut, und jetzt? Dann macht's ein anderer Staatsanwalt. Das muss ja nur abgeändert werden, meine Güte. Ich glaube, da ist kein anderer da, oder? Doch, Joe stand gerade vorher herum. Joe ist da. Der kann also ich hab gerade mit dem Justizminister gesprochen, ne? Also vielleicht kann ja, den habe ich gerade am Telefon, Herr Van Pleck. Ach so. Ja. Setzt er dann seine Unterschrift darunter oder was? Wie gesagt, Besitz illegaler Gegenstände und Reisepassnummer bitte ändern. So die Handschelle abmachen, ich hau nicht ab jetzt, sonst wäre ich nicht freiwillig wiedergekommen.
Hörst du mich? Emma, komm mal kurz mit, bitte. Also Cinnamon ist jetzt beim PD. Okay. Wir haben den Herrn Van Black in Handschellen. Das weißt du, ne? Also. Ja. Also mich hört, oder? Ich weiß. Ich weiß. Wie gesagt, der Herr ist in Handschellen, also ne, lass dir Zeit. Ich fahr schon mal zum SG. Hat hier aber meine Minute. Wenn das nicht pünktlich kommt, was dann? Super. Ja, dann mache ich mal den Rest fertig. Jo, bis dann. Ja, Van Black, dann kommen Sie mal mit. Das hier hab ich gehört. Das ist schon mal die rechte Form, man hört mich auch. Herr Van Black. Herr Van Black. Ja, ich kann sie hören, aber das Auto ist ein bisschen laut. Was? Einfach vor, ja, so dass du vertikal interagieren und nicht verzerrt bist. Das würde ich nicht mal ein bisschen dazu wissen. Stotterst. Ja. Das ist ein Richter der Bahn. Also jetzt gerade bin ich wirklich ein bisschen angepisst, dass er es da nicht drüber nicht vom Staatsanwalt, nicht vom Richter, das dann so reingehauen wurde. Falschen Straftatbestand und falscher Reisepass. Und das beide so abgesegnet hat. Also wenn das keine Folgen hat, dann weiß ich auch. Ja.
Hallo, die Herren, könnt ihr mal bitte ganz schnell die HR hierher holen? Achso, das ist dringend. Ich habe keine 10 Sekunden, ich brauche die HR. So, ja. Jetzt, hallo. Die HR zum Südtor bitte, das ist dringend. Wir haben gerade eine Für die FIPCO. Ist egal. Für die FIPCO. Ja, einfach durchgeben. Ich brauche die HR. Irgendjemanden, der kündigen kann. Weil ich bin dabei. So, ich lese nochmal. Ich fange jetzt mal mit den Rechten an. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, aber kann und ich wird gegen Sie doch verwendet Medics, werden. Den Panzer ab zurück, Wanted haben Sie das Recht auf einen staatlich anerkannten Rechtsanwalt, den Sie selbst benennen müssen. Sie sollte kein staatlich anerkannter Rechtsanwalt zur Verfügung stehen können, anstelle die Judikative und der Exekutivbeamte. Falls ein Rechtsanwalt dazugezogen wird, kann das jedoch länger als 25 Minuten dauern. Haben Sie die Rechte bis hierhin verstanden, Herr Wandbeck? Ja, verstanden. Dann gibt es noch Sonderkonditionen. Das ist Teil der Belehrung, dass sich hier um einen Haftbefehl handelt. Das lese ich auch dann gerade mal vor. Die Justiz hat einen Haftbefehl gegen Sie erlassen. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht, gegen den Haftbefehl vor Gericht zu ziehen, falls sie dies möchten. Müssen sie innerhalb von 24 Stunden eine Klage anreichen über einen Rechtsanwalt bei der Regierung. Moin moin. Gut, dann hoffe ich, dass ich schnell noch raus bin, damit ich sollte dies nicht in der genannten Frist geschehen. Oder sollten sie einen Gerichtsprozess ablehnen, wird der Haftbefehl von großgebeten Beamten vollstreckt. Ich hoffe, Sie stellen sich als Zeugen zur Verfügung, damit er falsche Tatsachen der Haftbefehl beruft. Nach Paragraph 19. Während dieser Zeit dürfen Sie keinen Staatsdienst nachgehen. Ja, dann bin ich endlich gekündigt. Wird ja mal Zeit. Aber nochmal, ich hoffe, Sie stellen sich dann als Zeugen zur Verfügung, weil der Haftbefehl ist fehlerhaft in dem Fall. Und das wissen Sie jetzt auch. Falsche Ausweisnummer und falscher Straftatbestand. Ich habe jetzt über den Telefon von meinem Beruf, der sollte gleich kommen. Jo, Chefe. Ja, wenn nicht, fahre ich da Kann selbst durch. Der muss jetzt sofort gekündigt werden. Ich habe Zeit. Wir müssen eure Weiß ich nicht, arbeite. Wie arbeitet sie nicht? Wie arbeitet sie nicht? Arbeitet sie auch nicht? Ja. Ja, könnte ich. Hallo Vlad, ich brauche... Zeit. Ein Moment. Wir haben nicht viel Zeit. Der muss einfach gekündigt werden, der Wandbleck. Ja, dann hätte ich übrigens auch noch das Anwaltsregister, ne? Danke sehr. Ich bin Ihren Kollegen dann auch einmal. Okay, vielen Dank. Dann können Sie durch. Ja. Also wer genau, richtige Kündigung. Okay. Herr Van Black? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Was haben Sie denn angestellt, dass Sie jetzt hier mit den beiden... Fragen Sie doch bitte mal die Herren, wofür... Ja gut, ich hatte Falschgeld in einem Familienauto. Inzwischen habe ich eine Anklage mit einer falschen Ausweisnummer wegen illegalen Waffenbesitzes. So
den Rest können Sie dann die Herren fragen, warum, wieso, weshalb. Ja, dann tut's mir leid. Doch so kommt sie nämlich dann. Dadurch nehme ich an eh schon. Sie werden jetzt mit sofortiger Wirkung entlassen, können dann aber auch nach einer Zeit, nachdem sie ihre Blacklist abgesessen haben, die wird noch bestimmt, wie lange die gehen wird, können sie gerne mal vorbeikommen und nachfragen. Wenn sie dann wieder eine saubere Akte haben, können sie dann gerne wieder uns vorbeischauen und sich wieder rekrutieren lassen. Aber ansonsten würde ich sie wieder mal hier kurz bitten zu unterschreiben, wenn das möglich ist, oder sie sich noch anschauen. Ich kann erst unterschreiben, wenn die Herren mir die Handschellen abgenommen haben, ne? Ja, das passt doch schon. Die Unterschrift wird nicht unbedingt benötigt. Dann gebe ich Ihnen einfach die Kündigungspapiere. So. Dann wünsche ich Ihnen mal eine angenehme Zeit und vielleicht können Sie es gewinnen. Ja, natürlich. Der Staatsanwalt da. Ja. Nicht da. Kann jetzt doch unterschreiben. Cool. Genau. Das machen wir das jetzt ab und dann vorher können wir natürlich auch die Akte machen. Aber ist wieder stark, ne? Ist geil. Zwei Leute, die nicht aufgepasst haben, nice. Ich kann ihn ja schon mal raus tun, Reisepass entgegennehmen. Abtasten. Kopfbeinziehen, Kopfbein. Ich schau da mal nach ihrem Reisepass. Ja, ich hätte gerne dann Ihre Dienstausweise gesehen, ne? Weil es wird ein Verfahren geben. Dienstausweise nicht, aber eine Dienstnummer. Ich schau mal, ob die schon bei mir eingetragen wurde. Ja, die wurde gerade schon eingetragen. Weil wir wird definitiv ein Verfahren geben dagegen. Ich habe noch keine Dienstnummer. Ja, doch, die ist in unserem Leitstempel vermerkt, ganz hinten. Ja, ist bei mir noch nicht. Hattest du denn genommen? Weiß ich gar nicht. Perfekt. Bitte hier. Das Problem ist, wenn das Verfahren nachher läuft, brauche ich irgendwas, was ich sie erzeugen benennen kann, ne? Für den Vorfall gerade hier. Dann schnell bekommen. Man der Handschellen bekommen hat, fragt Jeff gerade. Tom 25.
Hörst du mich? Du solltest die 55 haben. Theoretisch. Kenzo, ich kann gerade nicht. Doch, komm jetzt. Ja, okay. Gib ihm 31. Guten Tag, die Herren. Ich möchte Sie gerne darüber informieren, dass ich um 18.22 Uhr bei ihm im FBI die Anscheinung bekommen habe und die Zeit damit abgelaufen ist. Gar kein Stress. Nee, die Zeit ist damit jetzt abgelaufen, ne? 18.24 Uhr. 25, der Herr. Wenn ich es um 22 kriege, habe ich glaube ich nicht. 25, der Herr. Dann haben Sie noch eine Minute, genau. Okay. Nein. 25 meine ich, dass wir insgesamt 25. Ja klar, deswegen steht er auch in der Handschellen hin. Ja, ob das viel hilft, ich weiß es nicht. Ja. Dann ist der Fall, den wir jetzt haben, vorbei. Übrigens hat die Staatsanwaltschaft... kurz im Strahl. Dann gehen wir schon mal rein, Herr Rampleck. Ich nehme so einen Arm. Man hört dich im Funk. Hörst du mich jetzt? Ja. Ja, draußen bin ich gerade um Abdul. Also müsst. Ja, dann warte kurz da. So, Tim, Zeit ist vorbei. Er kriegt die Handschuhe ab und soll ihn wieder gehen lassen. Jo. Dann lassen wir das. Können Sie mich dann wenigstens mit in die Stadt nehmen wieder? Kommen Sie mit. Sollen die mitnehmen, Tim.
Dankeschön.